Sony Computer Entertainment präsentiert Santa Monica Studio. Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde, zu einem neuen Let's Play nach ewig langer Zeit, meine Freunde. Ja, ihr seht, God of War, Change of Olympus. Ja, es wurde natürlich Zeit, ne? Auf meinem Kanal, Freunde, hat es bis jetzt ein einziges God of War gegeben als Let's Play. Und das war God of War, jetzt ist hier meine Flasche runtergefallen, warte schon, los, Material. Was war denn das, genau? Ascension war das, hm? Das ist sozusagen die Vorgeschichte aller God of Wars, obwohl es das Neueste eigentlich ist. Wir werden das chronologisch spielen, meine Freunde. Ja? Zu Change of Olympus gibt es zu sagen, es ist eigentlich ein PSP-Ableger, der jetzt seine HD-Collection bekommen hat für die PS3 und genau die spielen wir hier gerade. Ihr seht, wir haben so kleine Balken links oben und so weiter, so ganz mini kleine schwarze Balken. Das liegt einfach an der Auflösung. Ist aber nicht weiter schlimm. Ich glaube nicht, dass das störend ist. Und ich würde sagen, wir beginnen. Okay, Schwierigkeitsgrad. Wir spielen natürlich auf normal. Ja, es reicht vollkommen. Let's go. Nach Jahren des Leids hatte sich Kratos, einst großer General, inzwischen als Geist Spartas bekannt, als Streiter für die Götter des Olymps verpflichtet. Im Gegenzug hoffte er, den Albträumen entfliehen zu können, die ihn schon so lange quälten. Aber vorerst fand er nur Erleichterung, konnte er die schmerzenden Sünden seiner Vergangenheit nur in hitzigen Schlachten vergessen. An diesem Tag sandten die Götter Kratos in den Kampf gegen etwas unsäglich Böses, das die persische Armee in Attika entfesselt hatte. Nun geht auch schon direkt los, die Küste von Attika. Oh, Freunde. Ich habe das Spiel einmal erst durchgespielt, also ich kann mich an fast gar nichts mehr erinnern. Das ist extrem lange her hier. Jojo, brauchst du mir nicht erklären als eingeschweißter God of War-Spieler. Okay, Special-Attacken können wir noch nicht. Das heißt, wir müssen uns erst die ganzen Kombos noch kaufen. Dementsprechend können wir am Anfang noch nicht so viel. Aber natürlich ausreichend. Na, ich habe noch die Ascension-Steuerung drin. Ich wollte gerade mit R3 hinsprinten zum Gegner, aber das geht ja hier noch gar nicht. Ja, meh. Das ist der Wahnsinn, du. Ich muss das Feuer erwidern. Feuer erwidern. Das klingt nach Musik in meinen Ohren. Ach du Scheiße, ich sag's euch, Freunde. God of War, es macht immer wieder Fun. Also, das Spiel kann man 100-mal durchspielen. Und wir werden das, wie gesagt, in chronologisch richtiger Reihenfolge natürlich durchspielen. Freue ich mich richtig drauf. So, kann ich hier schon... ja, nach unten drücken, ja. Bam! Naja, die schönen Kisten. Was ein bisschen irritierend wird, wenn man natürlich alles hintereinander spielt, ist einfach, dass die Steuerung bei jedem Teil immer so ein bisschen anders sein wird. Das haben sie immer wieder so ein bisschen geändert. Ja. Seien es jetzt nur die Kisten, die sich anders öffnen bei Knopfdruck oder ein paar Kombos, die sich halt verändert haben. Hier öffnet man zum Beispiel mit Kreis gedrückt. Dann gibt es wieder Sachen, wo du mit R2 spammen musst und so weiter. Ne. Ist immer ein bisschen anders pro Teil gemacht. Ist jetzt nicht schlimm, ne? Man gewöhnt sich eh dran. Ach du Heilige. Seht ihr, das kann ich mich zum Beispiel überhaupt gar nicht mehr erinnern. Wie gesagt, hab diesen Teil hier nur einmal durchgespielt. Was? Ja,
Alter Schwede, ich kann mich daran absolut nicht erinnern. Ja, umso besser, ne? Umso schwächer die Erinnerung, umso mehr Spaß macht. Ausweichen, ja, musst du mir doch nicht erklären. Ich weiß doch, wie man ausweicht hier. Bam! Wo ist? Okay. Oh ja, yeah, das ist Kratos-like, meine Freunde. Komm, jetzt will ich... Ich dachte, jetzt darf ich ordentlich reinwichsen, aber nee, nee. Ah, das ist Kratos, meine Freunde. Ja, ja. Unser guter Freund hier, der Kratos. Ach so, was ich noch sagen wollte, wir werden uns erstmal bis Ende Juni mit PS3 Let's Plays einfach beschäftigen, weil ich auf die Elgato warte und dann, Freunde, richtig krass, PS4 Let's Plays natürlich 60 FPS, dann geht's richtig ab, meine Freunde. Aber jetzt erstmal PS3, 30 FPS, alles gechillt, müssen ja nicht stressen, wir haben ja keinen Stress, ne? Es gibt keinen Grund zu stressen. Und wir haben ja so viel, ich habe ja so viele Spiele auf der PS3, die es einfach wert sind, auch immer zu zeigen, was ich eh immer schon mal machen wollte, aber ihr wisst ja, ich war ja demotiviert eine lange Zeit. Boah, und jetzt ist sie wieder da, die Demotivation. Und ich muss sagen, obwohl ich so lange nicht Let's Played habe, Freunde, es ist irgendwie ein vertrautes Gefühl, als hätte ich nie aufgehört. Es fällt mir auch gar nicht schwer, hier flüssig zu kommentieren, ehrlich gesagt. Also das habe ich mir echt ein bisschen schwieriger vorgestellt. Treten Sie in das Licht und drücken Sie Kreis. Ja, ja, das zum Speichern brauchen wir jetzt aber ehrlich gesagt nicht. Warum soll ich speichern? Ich habe ja nicht vor, aufzuhören hier. So. Ein Gorgonenauge, das, wenn wir alle haben, bekommen wir längere Lebensenergie. Was ich noch sagen möchte. Wo ist? Ah, okay. Einmal. Und zweimal. Wir werden die Parts ein bisschen länger halten, das wollte ich sagen. Ich weiß nicht wie lange, ja. Schauen wir mal. Das wird schon irgendwie. Und vielleicht noch das kleine Info am Rande. Warum ich so lange gewartet habe, mit wann das erste Let's Play kommt. Ich hatte unglaubliche Probleme mit dem Renderprogramm. Es wollte irgendwie nicht funktionieren. Was muss ich denn hier machen eigentlich? Kann ich da einfach rüber? Ja. Okay. Ja. Ich dachte, ich musste irgendwie abschießen mit irgendwas, aber nö. In your face! Oh ja. Ach ja, Freunde. Ich freue mich richtig, weil es soll ja auf der PS4 wieder ein GOW rauskommen, der auch einen Multiplayer hat. Und ich habe ja den Multiplayer von Ascension gesuchtet wie ein Irrer. Das ist ein Wahnsinn einfach. Ja, 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 ja. Das ist zu viel Tutorial. Hier, mach mal hin hier. Wie kannst du es wagen? Ja, schaffen wir schon. Optimal. Und jetzt rennen. Das geht sich nicht aus, oder? Doch. Nein, es geht sich nicht aus. Scheiße. Okay, gut. Dann werden wir die erstmal wegputzen, ja? Oh yeah. So. Das ist erstmal hier erledigt. Geht sich das denn überhaupt aus? Das sah irgendwie danach aus, als würde es sich nicht ausgehen. Als müsste ich hier irgendwie... Doch, das geht sich aus. Ja, ja. So, dann kommt mal her, ich schätze mal eins. Und zack. Und gleich in der Luft packen hier, noch eine Schelle mitgeben hier.
Und das ist ja noch gar nichts, Freunde, ne? Das sind ja noch die Anfangskombos hier. Wir werden natürlich noch erwerben, ne? Das Einzige, woran ich mich erinnern kann bei dem Spiel, ist, dass es relativ wenig Cutscenes hatte. Und, ja, was soll ich sagen? Im Vergleich zu den anderen God of War relativ langweilig war, ja. Aber das heißt ja noch nichts, ne? Also das ist ja nur meine Erinnerung. Das muss ja nicht sein, dass das so ist. Vielleicht war ich da auch nicht in Zockerlaune und habe das deswegen nicht so gut aufgenommen. Das kann alles möglich sein, Freunde, alles. Deswegen spielen wir es ja hier nochmal. Kann ich da nicht absteigen? Da ist eine Kiste. Ne, geht nicht. Ja, mal. Immer wieder schön zu sehen, was für Riesenviecher wir einfach zerlegen müssen. Und ja, für mich ist God of War zusammen mit Uncharted, meine Freunde, das ebenfalls noch als Let's Play kommt, by the way, für mich das schönste Spiel einfach, was es exklusiv auf der PS einfach gibt. Das ist das Nonplusultra einfach, für mich jetzt, ne? Und was auch ein geiles Markenzeichen von God of War ist, ist nämlich, dass jedes God of War mit extremer Action beginnt. Das ist ein Markenzeichen von denen. Was ich richtig geil eigentlich finde. So, wer will Stress ohne Grund? Welches Übel bringst du über diese Stadt, Perser? Übel? Ich bringe doch kein Übel, Spartaner. Ich bringe die Macht Persiens und das Sakrament der Reinigung. Während wir reden, fällt mein Basilisk über dieses Land her, damit es Teil des glorreichen persischen Reiches wird. Der Olymp schickt eine Nachricht und ich bin der Bote. Du bist also bloß ein Laufbursche. Bring deinen Göttern diese Botschaft von mir. Kein erbärmlicher Spartaner kann mein mächtiges Reich aufhalten. Dann haben wir schon den ersten, ja, Boss kann man eigentlich schon sagen, ne? Aha, okay, das kann ich nicht blocken, das muss man also ausweichen. Ja, Reflexe sind noch gut für mein Alter, kann man noch lassen. Und zack, erstmal die kleinen, uah. Ja, Reflexe sind durchaus solide. Ihr wisst ja, das wird im Alter, umso älter man wird, das hört sich jetzt an, als wäre ich ein Opa, aber es ist echt so, umso älter man wird, umso schlechter sind die Reflexe einfach. Und bam, Furienschlag. Oh, scheiße. Ah, der hat ein total simples Angriffsmove. Warte, ich nehme alles zurück. Bam, 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 und der Furienschlag, voll in your face. Okay, der ist ja richtig easy. Gut, ich habe aber auch, muss ich dazu sagen, den Multiplayer übelst gesuchtet, Freunde, und deswegen... Oh, scheiße, das war ein Glück dann, dass ich verpasst habe. Nee, nee, nix da. Und Furienschlag, genau in your face. Ah nein! Das sah irgendwie nach Dreieck aus, von der Farbe her, weißt du? Scheiß mir an aufs Auge. Ja, ja, komm, mach ihn hier. Scheiße, das hat er schön gemacht. Das hier ist ein bisschen irritierend. So, jetzt aber. So mag ich das, Kratos. Wieso leckt's hier? Achso. Bitte.
Bitte verschone mich und ich gebe dir alles, was du von mir verlangst. Ich will nichts von dir, Perser. Nimm mein Reich, meine Frauen, mein Gold. Dein Reichtum ist mir gleich. Ich will nur dein Leben. Naja, bei Kratos gibt's keine Gnade. Das gehört hier nicht. In your face. Die Finishing sind einfach herrlich, herrlich, meine Freunde. Sie haben den Ifrit erhalten, aha. Was ist denn das, Freunde? Was ist denn das? R1 halten und Dreieck drücken, um Ifrit-Magie zu entfesseln. R1 und Dreieck. Okay, probieren wir direkt mal aus. Oh, das ist eine feine Sache, ne? Die Gegner halten mir teilweise zu wenig aus. Ich kann meine Kombos gar nicht ausleben. Na ja, gut, hätte ich vielleicht auf Hard stellen müssen, um das zu können, aber scheiß drauf. Wir wollen hier einen flüssigen Durchgang und nicht die ganze Zeit failen, weil God of War ist schon, wenn man auf Hard spielt, ja, dann ist es schon richtig hart, ne? Muss man schon sagen. So, warte, hier rechts ist auch was. Das ist sicher ein Bonusweg, oder? Oh. Darf ich das überhaupt zeigen hier auf YouTube? Ja, ja, man kann mir danken. Absolut. Sei dankbar, Frau. Ah, okay, ist zum D weg. Ja, passt. Oh ja, so gut. Oh. Scheiße, das mit dem Stick, das habe ich nie gut beherrscht, muss ich dazu sagen. Also nehmt es nicht übel. So. Ich sag ja, das mit dem Stick, das kriege ich nicht hin. Ist der linke oder der rechte Stick gemeint? Das ist die Frage. Ich glaube der rechte. In der Regel. Wenn er jetzt wieder nicht geht, dann probiere ich mal. Ah, okay, es ist der linke Stick gemeint. Alles klar, weil diesmal habe ich es ganz, ganz richtig gedrückt. Aber es funktioniert nicht. Also es ist der linke Stick, alles klar. Weil das steht hier ja auch nicht, ne? Seht ihr, ist der linke Stick. Oh ja, oh ja. Ach nö. Da bin ich doch voll hier am Drücken hier und dann kommt die nächste Taste und ja, habe ich mich verdrückt. Aber wir bekommen Münzen dafür, ne? Also für den Fall, dass ihr euch fragt, warum ich das hier so oft wiederhole. Man bekommt dafür sehr viel ja, Geld. Geht doch, meine Fresse. So, seht ihr dieses rote Zeug hier? Damit können wir dann uns besser aufziehen. Und das ist natürlich sinnvoll, ne? Ah ja. Was? Mit Kreis stoßen sie die Leiter hinab. Alles klar. Ich kann mich erinnern, Freunde, als God of War das allererste Mal gespielt habe. Da war ich ja richtig behindert in dem Spiel. Ich habe nie geblockt, nie ausgewichen. Ich bin dadurch dann ziemlich oft krepiert. Das war irgendwie nicht mein Ding. Ich war die ganze Zeit auf Angriff und fokussiert. Und das war natürlich nicht sonderlich gesund, könnt ihr euch vorstellen. Hey. Ja. Jetzt gibt's in your face. Bam! Hä? Nicht getroffen? Hä, was ist denn das jetzt? Das sieht ja nach einem Bug aus. What the fuck? Das sah komisch aus. Das sah echt komisch aus. Warte, das geht runter hier. Ich glaube, da oben könnte was sein. Ja. Hallo, ich will hier aussteigen. Jetzt. Ja, habe ich mir schon gedacht. Durch die Feder bekommt man längere Mana, wenn man alle hat. Hier haben wir noch eine Geldkiste.
Oder rote Orbs natürlich. Und man sagt ja nicht unbedingt Geldkiste. Ist ja nicht Geld in dem Sinne drin. Ne? Guck mal auf die Chaosklingen hinten auf dem Rücken, Freunde. Ja, die Standard, die hier noch ausgesehen haben und so. Später sehen die richtig krass aus. Und falls ihr mitbekommen habt, der hat ja gesagt, der ist im Dienste der Götter, da war der Kratos ja noch ein ganz, ganz braver Junge und hat den Göttern gedient. Und wir werden natürlich durch das war eben so schön chronologisch hier spielen, richtig schön rausfinden, warum sich das alles geändert hat. Ja? Warum man zum Götter schlechter geworden ist. Ein Zyklop. Gegen die Mangels immer besonders zu kämpfen, finde ich lustig. Oh, okay, ich habe nicht damit gerechnet, dass er ein Dreischlag-Ding ausführt. Ich war doch schon weg hier. Okay, nee. Stark ist er nicht. Man muss, glaube ich, bei der Dreischlag-Ding springen. Aber ist ja alles kein Ding. Ne? Stark ist er, wie gesagt, nicht. Alter, das ist so heftig. Scheiße. So, Lebensenergie brauchen wir? Nee. So, Mana brauchen wir auch nicht. Siehste Mana hätten wir eigentlich machen können. So. Hier gibt es echt viele Speicherpunkte, obwohl man die gar nicht so dringend brauchen tut. So, hier haben wir noch eine Kiste. Komm, lass ein Gorgonauge sein. Jawohl. Hier haben wir noch ein bisschen rote Orbs. Aha, da schnell hochspringen auf der Wand konnte er hier schon. Aha. Für das, dass das ein PSP-Ableger ist, ist das Gameplay saugut, Freunde. Muss ich echt sagen. Jetzt hört's einmal auf, bevor einer weint. So, jetzt gehe ich hier nochmal hin. Warte, lass ihn noch einmal schießen, sonst treffen die mich in der Luft und dann fliege ich hier runter. Was mir auch so passiert ist, weil er total komisch gesprungen gerade ist. Das liebe ich, siehst du? Das ist typisch God of War. Checkpoints, wie es sich gehört, meine Freunde. Nicht so schwul oder so, dass man alles nochmal machen muss, sondern richtig schön gemacht. So. Wobei ich nichts gegen Spiele habe, die schlechte Checkpoints haben, aber die müssen das dann auch... Ja, wie soll ich sagen? Man muss schon vorher wissen, worauf man sich einlässt. Dann finde ich es okay. Aber einfach so, finde ich es nicht so geil. So. Oh, wir sind ja schon gleich bei 25 Minuten. Ja, beim nächsten Speicherpunkt werden wir dann einen Cut machen, aber erst beim nächsten. Erstmal hier noch schön sammeln. Jetzt weiß ich gar nicht, ob Change of Olympus hier eine Ausnahme ist damit, dass wenn man alles sammelt, dass man dann nach der Action-Szene alles eigentlich wieder verliert, weil irgendwie ist das auch so ein Markenzeichen von God of War. Ich weiß nicht, ob sie das auch hier benutzt haben. Werden wir ja dann sehen. Ah, heftiger Kerl hier. Müssen wir den jetzt endlich mal zerlegen? Aha, die Leiche müssen wir noch schänden, benutzen. Ah, ich weiß schon, hier auf dem Schalter legen, okay. Weg da. Okay, ich muss euch erst wegmachen, sehe ich schon. So. Dann mach hin hier. Ich muss die Leiche da drauflegen hier. Weiß ich nicht, ob sich das lohnt, zu dem Bogenschützen hochzugehen.
Ja, die zwei muss ich auf jeden Fall machen, das sehe ich schon. Ja, ja. Das wäre erledigt. Ja, nochmal erledigt. Wo ist jetzt da? So. Ja, passt. Wie gecheater mit der Leiche auf der Schulter geht. So ganz lalala. Als wäre es ganz normal. Naja, ist es für ihn ja auch. Aha. Was ist hier los? Hä? Ach so, da ist auch ein Schalter, den habe ich gar nicht gesehen. Da baue ich ja eigentlich wieder die Leiche. Ja, aber geht da nicht die Tür zu? Na, natürlich. Kann ich die Leiche werfen? Nee. Okay. Seht ihr irgendwo noch eine Leiche? Geht sich das aus? Na, vielleicht noch ein Versuch. Aber es sieht eher danach aus, als würde es nicht gehen. Okay, geht's nicht aus. Okay. Gut, wie machen wir das? Gibt's hier irgendwo noch eine Leiche, die ich schenken muss, die ich hier drauflegen muss? Ich glaube nicht, ne? Naja, ich gucke hier erstmal alles ab. Irgendwo wird sich schon was finden. Was ist das da? Kann ich das schieben? Nee. Nehmen wir auch noch zwei rote Orbskisten. Kommen die hier unendlich, die Gegner, oder was? Ich glaube schon. Aber hier unten ist nichts mehr, ne? Ah, siehst du? Die haben sie gut versteckt mit der Kamera haben sie hier sehr gut gespielt. Meine Fresse, geh weg hier. Ach du Scheiße, schiebt er das weit. Sehr geil. Ja, einmal noch Schubs und dann haben wir's. Irgendwie habe ich das Gefühl, er schubst zu weit. Nee, gar nicht wahr. Passt schon. So, nehmen wir hier die Leiche. Und die setzen wir jetzt hier hinten drauf. Ja, wunderbar, Freunde, wunderbar. Wie gesagt, bis zum nächsten... Ach, und da ist er schon. Wollte es gerade aussprechen und dann ist er schon da. Gut, dann hier speichern tun und so. Neuer Spielstand, jo. Wunderbar. Hey, hallo? Ja, jetzt... Gut, Freunde, dann mach ich hier Pause und sag an dieser Stelle reingehauen, Wiederschau, meine Freunde. Und wir sehen uns im nächsten Part wieder bei Let's Play God of War, Change of Olympus.